Ich weiß noch nicht genau, was ich hier machen möchte. Ungefähr... Oh Gott. Ja, ich glaube, ich möchte ungefähr... Oh Gott. Ich glaube, ich kriege das gerade gedanklich nicht hin, das richtig zu timen. So, so möchte ich das haben. Genau. Und hier sind jede Menge Gegner. Das, ich würde aber nur sagen, ich sammle erstmal meine Truppe. Wow. Das mit den Steinen zu timen wird gar nicht so einfach. Ich fange einfach mal an und werde mich dann spontan entscheiden, in welche Richtung ich gehe. Ungefähr so. Und das jetzt mit mindestens einem weiteren Grunt. Am besten, ich brauche eigentlich die gesamte Truppe, würde ich sagen. Sonst kriege ich diese Kämpfe hier nie auf die Reihe. Lass mich hier rüber. Save 3. Mein Lieblingssave, offensichtlich. Und den letzten Kameraden noch rübergeschickt. Jawohl. Sieht gut aus. Sieht nett aus, sieht schön aus. Save 3. Wir kennen das ja inzwischen. Upsala, da war ich zu voreilig, aber ich habe ja gespeichert. Außerdem, was tut man nicht alles, um das Großfinale von Grunts zu schaffen? Ich muss nochmal an dieser Stelle... Hoppala. Das war jetzt nicht perfekt vom Timing. An dieser Stelle erwähnen, ich kenne dieses Spiel, ja? Aber ich habe es nie durchgespielt. Ich habe diese Space-Welten auch nie gesehen, wirklich. Außer als, ja, Map-Set, als Grafik-Set im Multiplayer-Modus, sagen wir es mal so. Oh Gott, nein, du überstehst wirklich noch einen Schlag. Komm, wir brauchen jetzt mal echt deine Hilfe hier. Jawohl. Gut. Und jetzt gemeinsam mit Schwertern angreifen, ungefähr so grob. Ja, das kommt hin. Jetzt verstehe ich auch die ganze Cola. Um einiges besser. Denn bei dieser Truppe hier brauchen wir auf jeden Fall einiges an Wundheilung, sagen wir es mal so. Und ich fürchte, ich darf diesen wunderhübschen, lustigen Weg jetzt auch noch zurückmarschieren. Save 3, das Prozedere kennen wir ja inzwischen. Ach du meine Güte. Okay, Moment. Kann ich... Oh, komm schon. Kann ich hier überhaupt zurück, ist meine Frage. Ich brauche alle drei Grunts auf der anderen Seite. Definitiv. Moment, hier ist ein roter Schalter. Ich bin leicht verwirrt. Wo kommt denn mein Kamerad hier hin? Zu einer weiteren Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Das werde ich jetzt erstmal nutzen. Ich bin gerade am Überlegen. Kann es schon sein, dass ich trotzdem einen Fehler gemacht habe? Wenn ich den roten Schalter drücke, komme ich hier rein. Kann den hier drücken... Nee, ich kann ja dann, glaube ich, hier langlaufen. Genau, ich komme dann auf jeden Fall zurück. Also, es sollte alles in bester Ordnung sein. Und mein Kamerad hier muss jetzt offenbar ran. Oje, oje. Doofes Alienschiff. Verschwinde. So ist brav. Ich würde sagen, Save 3 wird weitergeführt, ganz fleißig. Du kriegst jetzt die Schwimmflügel. Wobei, das sind mehr als Schwimmflügel, das ist eine ganze Entenarmada. Und ich fühle mich gerade an diesen Herd erinnert, dieses Herd-Level, dieses Herd-Grafik-Set. Bei dem ich im ersten Level auch die ganze Zeit rumgeschwommen bin, das war ja auch die reinste Freude. Hui, da habe ich auch restartet, wie blöde. Aber es sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, wir haben einen guten Teil langsam hinter uns gebracht. Es wartet immer noch einiges auf uns. Das haben wir geschafft. Ja, hier dieses Weltraumlabyrinth wartet noch. Und hier, oh mein Gott, das heftigste Rätselding von allen offenbar. Wo ist mein Grunt hin? Da. Droht hier eine Gefahr. Sieht nämlich nicht danach aus. Aber es sieht danach aus, als möchte ich mit Full HP hier durch. Dann tun wir das doch mal auf Save 3. Warum ist dieser Schalter da? Damit man sich eh zu den HP bequemt. Ich weiß es nicht. Und wir sind jetzt plötzlich hier auf dieser Seite. Das heißt aber, wir haben dieses komische Labyrinth erreicht. Dieses Weltraumlabyrinth. Ich kann hier den Schalter umlegen. Das führt dazu, dass hier viel zu viele Ereignisse in Gang gesetzt werden. Ah, okay. Das Ding läuft also jetzt erstmal fleißig im Kreis. Ich habe nichts zu befürchten. Krieg hier aber Panzerhandschuhe, die ich womöglich haben möchte. Ziemlich sicher, sagen wir es mal so. Vor allem kann ich nicht im Weltraum mit der Ente schwimmen. Das Problem ist gerade nur, ich kann doch hier nicht mehr zurück.
Wenn ich die Panzerhandschuhe kriege, schalte ich einen orangenen Schalter um. Wo ist was Orangenes? Auf der Minimap ungefähr hier. Das sieht sehr nach Secret aus. Und womöglich kann ich das auch noch machen, wenn ich hier fertig bin. Ich kann es aber nicht garantieren momentan. Gut, das legt nur die beiden um. Wenn ich hier einmal drauf bin... Ach so, klar, ich kann hier wieder zurück über den grünen Dingenskirchen. Da würde ich mal sagen, gehen wir hier weiter. Einfach mal auf gut Glück reinmarschiert. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Also timingmäßig, weil offenbar ist es... Oh, das wird sehr, sehr knapp. Ein bisschen früher losmarschieren ist jetzt schwer. Gucken wir nochmal, wo ist der Ball? Der ist hier. Das heißt, wir marschieren mal los, wenn er da ist. Ungefähr so. Ich hoffe einfach, dass das jetzt funktioniert. Er müsste jetzt noch eine komplette Runde machen. Das schaffe ich nie im Leben. Das sieht nicht gut aus. Ich muss den Schalter nämlich drücken, bevor er dort oben ankommt. Das hat nicht ganz geklappt. Aber wir haben es fast. Das heißt, ich würde sagen, ich marschiere einfach jetzt mal los. Das wird schon funktionieren. Ja, ja, das wird klappen. Ich muss nur dafür sorgen, dass der Ball an mir vorbeifliegt. Jawohl. Perfekt. Das sieht jetzt nämlich ungefähr so aus. Flupp-di-wupp. Das Ding wird jetzt fröhlich hin und her fliegen. Da könnte ich es über den roten Schalter bewegen. Möchte ich das oder möchte ich hier einfach weiter marschieren? Ich bin mir gerade unsicher. Wenn ich so laufe, dann lege ich eh nur das um. Okay, dann muss ich sowieso weitergehen. Moment, Moment, Moment. Das war aber die richtige Idee. Ja gut, das andere hätte nur Zeit gekostet. Ich muss erst den umlegen, damit ich hier mit dem Schalter den wieder andersrum lege. Wie komme ich eigentlich dann danach links? Irgendwie. Mit einer Schwammkanone. Keine Ahnung. Egal. Offenbar ist dieser rote Sch... Ach du meine Güte, was denn hier? Das Spielzeuglager der Nation. Wahnsinn. Da kriegen wir offenbar nochmal alles, was wir haben wollen. Für den Endkampf. Ist ja krass. Jede Menge Waffen. Alles, was es gibt. Das ist ja unglaublich. Unglaublich, ganz ehrlich. Okay, roter Schalter. Jawohl, es ist dieser hier. Das ist also schon mal richtig. Wir erschaffen in diesem Level offenbar keine neuen Grunts, auch wenn es hier so viel Material gäbe. Gibt. Und wir kommen tatsächlich dem... Vorsichtig. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Boah, komm schon. Wir kommen offenbar dem Ziel näher. Er möchte außen rum gehen, wenn ich den hier lang schicke. Warum möchte er außen rum gehen? Vor allem wo außenrum? Achso, natürlich. Natürlich? Moment, ich guck gerade mal nach. Es ginge natürlich hier über die Brücke zurückzugehen, über die Pfeile hinzulaufen und dann... Mit die Pfeile kommt ihr aber nicht drüber, ihr Pfosten. Du kriegst ein bisschen Cola. Du kriegst auch ein bisschen Cola und du kriegst sogar noch mehr Cola. Und jetzt... bin ich mir nicht sicher, ob das so richtig ist. Dort sind ein paar davon... Womöglich brauche ich hier schon die Schaufel. Das könnte bedeuten, dass mein anderer Grunt wieder ran darf. Ich weiß es nicht. Ich weiß es überhaupt nicht. Ich weiß nur, ich möchte auf Safe 3 bleiben. Ne, komm, ich gehe jetzt mal weiter auf Safe 4. Sicher ist sicher. Marschiere hier drüber und krieg hier... Panzerhandschuhe, die habe ich mir doch schon immer gewünscht. Und damit... Ah, okay, damit komme ich hier irgendwie nach unten. So. Autsch, autsch, autsch. Moment, jetzt. Damit ich... Ah, genau, da kann ich nämlich da halbwegs dafür sorgen, dass ich nicht so stark beschädigt werde. Kurz warten, warten, rüber. Komm schon, komm schon. Autsch, autsch, mit viel Leben rüber, das ist gut. Und wir finden, aha, einen schwarzen Schalter, einen schwarzen Einmalschalter, der was bewirkt. Womöglich nichts. Womöglich aber auch etwas. Nur was ist mir noch nicht ganz klar. Ist da, ah hier, der Weg, der Pfad ist gerade aufgegangen. Das heißt, ich kann hier zurück und tatsächlich finde ich noch einen Strohhalm. Also ich muss doch noch Grunts erschaffen. Spannend, spannend. Jetzt ist der Punkt, ich kann hier zurücklaufen. Mir den grünen Schalter holen und das aufmachen. Das sollte ich vielleicht sogar auch einfach machen, unabhängig von diesem orangenen Ding hier.
Das Problem ist nur, ich kann nicht beide Pfade gehen. Ich krieg nicht den orangenen Pfad und den anderen. Wenn ich das richtig sehe. Nichtsdestotrotz, wir gehen mal weiter auf Safe 4. Oder wieder auf Safe 4, besser gesagt. Hallöchen. Rollende Kugel. Wow. Das ist mal wieder knappes Timing. Knappes Timing ist angesagt. Nochmal Safe 4, falls ich das wieder versemmle, damit ich nicht so lange laden muss. Direkt rüber, rüber, rüber und hier rüber. Wow. Das ist wirklich arschknappes Timing. Krass. Krasse Sache. Absolut. Und rüber. Jawohl. Cool. Cool. Einziges Problem jetzt. Ah, Moment. Die da. Keine Ahnung. Wenn ich hier oben lang gehe, komme ich nicht mehr an dieses Secret-Ding hier unten. Ich habe das Gefühl, es ist sinnvoll, hier oben lang zu gehen, weil ein Checkpoint meistens der richtige Weg ist. Vielleicht ist das ein oder andere hier halt auch wirklich nur ein Secret. Aber ich kann es echt nicht sagen. Moment, sobald ich die Schaufel habe, kann ich doch hier hin, kann das aufmachen und... Ach so, natürlich. Das heißt, meine Truppe kann definitiv hier jetzt lang marschieren. Ich gehe mal auf Safe 4 und werde jetzt endlich, wirklich hier lang laufen können. Zum ersten Mal. Achtung, so. Gut gemacht. Gute Arbeit. Und zu dritt heizen wir den Feinden jetzt mal richtig schön ein. Immer schön fleißig weiter nach links. Schaffe ich das? Ich will es nicht drauf anlegen und ich glaube, das schaffe ich nicht ohne Ausweichmanöver. Nein. So. Und du darfst jetzt auch gleich hinterher marschieren. Einmal ausweichen muss leider auch bei dir sein. Aber ich bin mir fast sicher, dass du das auch schaffst. Wobei das jetzt schon fast wieder knapp aussieht. Nein. Natürlich nicht. Das ist kein Problem. Und mit diesem lustigen Dreiergespann, das hier übrigens komplett seine Cola vergessen hat, verabschiedet sich erstmal einer ins Loch. Och, ich will nicht mehr. Wupp, und weg. Jetzt mal im Ernst. Lauft erstmal zu zweit hier drüber. Und dich hole ich dann mal manuell nach. Ungefähr so. Jetzt weiß ich auch, dass ich die Schwimmente auf jeden Fall nicht hierfür brauche. Ist auch schon mal beruhigend zu wissen. Moment, du stellst dich mal hier hin, du stellst dich mal hier hin. Ich würde sagen, wir locken dich mal an. Moment, nicht treffen lassen. Wow. Okay, machen wir dich platt. Wer möchte der Nächste sein? Ah, du, okay. Alles klar, kein Problem, kein Ding. Du kannst dich verprügeln lassen, so viel du magst. Ich finde das super. Bing, bang, bums. Ich brauche einiges an frischen HP hier gerade. Um diesen ganzen Kladderadatsch zu ertragen. Aber dann müssten wir hier jetzt tatsächlich Fortschritt erzielen, da nach dem dritten Versuch hier lang zu laufen. Kann ich mir nicht mehr vorstellen, wie hier noch so viel schief gehen soll. So, du kriegst das hier noch ab. Und dann müssten wir euch endlich auf Dauer erledigen und nicht im Sinne von, ja, war doch ein Fehler, wir holen euch wieder zurück. Oh, wow. Das war nicht so geplant. Meine Grunts sollten hier nicht sterben. Moment. Ich muss gerade meine Saves durchgehen. Habe ich auf Save 4? Ah, ich habe wahrscheinlich aus Reflex auf Save 3 gespeichert. Ich bitte drum. Ja, okay. Ist blöd. Ich will eigentlich Save 4 nehmen, aber okay.